Hallo zusammen. Ja, heute möchte ich mal über so einen gewissen Ausspruch sprechen, der ja jetzt eigentlich Dauerschleife läuft und geschrieben wird im Zusammenhang mit Corona, Corona-Krise, Corona-Maßnahmen. Und wo ich einfach der Meinung bin, er ist vom Großteil derer, die ihn schreiben, einfach nur so dahingesagt, beziehungsweise irgendwo geheuchelt oder in anderer Form noch, man belügt sich selber. Und andere gleich mit. Und zwar geht es um diesen schönen Satz, Gesundheit geht vor, bleibt gesund, Gesundheit ist wichtiger als Wirtschaft. Also alles, was im Zusammenhang geht mit, dass ja das alles in Ordnung ist, weil über allem steht die Gesundheit. Zuerst mal möchte ich sagen, das stimmt natürlich in gewisser Form. Also ich will jetzt nicht hier irgendwo sagen, nee, nee, die Gesundheit kommt irgendwo ganz zum Schluss, ganz im Gegenteil. Ich selber merke ja, wie es jetzt ist bei mir, weil ich im Moment eben durch die Depressionen, die wieder ausgebrochen sind, nicht gesund bin. Und ich bin auch jemand, der durchaus sagt, Gesundheit soll auch mal vor gewissen anderen Dingen stehen. Nur, komischerweise hat sich da der Großteil vor Corona nicht drum gekümmert, wird sich nach Corona da wahrscheinlich nicht mehr drum kümmern, wann immer das auch sein wird. Und ich behaupte auch mal, dass der Großteil von denen, die das jetzt die ganze Zeit so inflationsmäßig, gebetsmühlenmäßig raushauen, da jetzt weder nach lebt, noch das irgendwo so meint. Und das finde ich eigentlich ganz traurig, denn momentan verbindet jeder mit dem Wort gesund sein einfach nur, dass man nicht Corona hat oder mit Coronaviren infiziert ist. Ja, hallo Leute, geht's noch? Es gibt doch ein bisschen mehr, was die Gesundheit betrifft. Und das sind so Sachen, die mich einfach tierisch aufregen, vielleicht auch weil im Moment die ganzen Maßnahmen und so weiter, die ja vielleicht zum Teil auch mit Sicherheit irgendwo gerechtfertigt sind, beziehungsweise man kann ja gewisse Vorkehrungen treffen, das sagt ja keiner, aber es ist ja ein kompletter Lockdown, es ist eine Kontaktsperre, eine Kontaktbeschränkung, wie auch immer, je nachdem, wo man auch überall lebt. Und da dann zu sagen, Gesundheit geht vor und das machen wir alles nur, damit ihr gesund bleibt. Das ist sowas von heuchlerisch, weil es bezieht ein, dass Gesundheit nur daraus besteht, nicht an Corona zu erkranken oder daran zu sterben. Aber was ist denn mit allem anderen? Ne? Dann kommen da solche Leute, wenn ich dann sage, natürlich, es ist ja in Ordnung, dass man sagt, viel mehr Handhygiene, gewisse Abstandsregeln in den Geschäften, wie auch immer, ne, dass man darauf so ein bisschen achtet. Das ist ja nicht irgendwas, was verkehrt ist. Oder ich sage ja auch, gut, wenn man der Meinung ist, man kann halt nicht so leben, wie man es sonst gewohnt ist. Deshalb kann jetzt nicht ein Restaurant da irgendwo die Tische eng stehen haben und jeder quetscht sich daran, so wie es war, als es dieses komische, ominöse Virus noch nicht gab. Aber dann kann man ja die Tische auseinanderstellen, man lässt weniger Leute rein und die Wirte, die Restaurantbesitzer, Kneipenbesitzer, Barbesitzer, was auch immer, können wieder Einnahmen generieren. Und ich will für wetten, damit werden die wieder ein Stück weit gesund. Weil ich will für wetten, dass im Moment so ziemlich jeder, der in irgendeiner Form sein Geld in dieser Branche verdient, die im Moment noch komplett außen vor ist, egal ob das Tourismusbranche sind, da sind wir ja zumindest nebengewerblich drin involviert, ob das Restaurants, Kinos, sonst was ist. Ich bin mir sicher, dass diese Leute im Moment krank sind. Nicht krank durch Corona, vielleicht auch der eine oder andere, keine Ahnung, aber krank vor Sorge, die haben Stress, die denken die ganze Zeit nur darüber nach, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Ein Laden, den man vielleicht mit viel Herzblut über ein paar Jahre aufgebaut hat, der jetzt vielleicht die Stammkundschaft hatte, der jetzt gerade mal vielleicht die ersten Gewinne abwarf. Da haben solche Leute wirklich teils Tag und Nacht für gerackert, mit Sicherheit auch nicht gesund, klar, aber sie haben es dann geschafft, es war Herzblut, es liegt ihnen am Herzen. So, und jetzt ist das alles binnen von ein paar Wochen durch solche drastischen Maßnahmen kaputt. Glaubt ihr wirklich, diese Leute sind durch so eine Maßnahme gesund? Gesunder? Hat man deren Gesundheit geschützt? Ich glaube nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass man das nicht hat. Man hat sie vielleicht ein Stück weit davor geschützt, sich mit Corona zu infizieren. Das mag sein, wobei auch das ja nicht bewiesen ist. Vielleicht infizieren die sich dann, wenn die einkaufen gehen oder was weiß ich. Ne? Man müsste sich ja schon komplett zu Hause einsperren und den Lieferservice nur noch vor der Tür oder was auch immer, weil sonst kann ich auch Corona kriegen. So, also diese Leute,
Hat bestimmt keiner gesund gemacht oder die Gesundheit von denen gefördert. Schaut euch die Mamis an. Ich, mein Mann und ich, wir haben bewusst ja keine Kinder und sind so auch glücklich, weil wir eben gesagt haben, wir können gewisse Einschränkungen und so, die mit Kindern nun mal einhergehen. Dafür haben wir den Kinderwunsch nicht ausgeprägt genug. Es ist schön, mal Kinder um einen zu haben, von Bekannten, Verwandten, wie auch immer, aber sonst eben nicht. Trotzdem sehe ich ja Mutterprobleme. Ich habe ja durchaus Freundinnen, die Mütter sind. Ich habe Bekannte, man hat Chatgruppen, Foren, was weiß ich was, wo man auch auf Mütter trifft. Und wenn ich sehe, was die so teilweise schreiben, erzählen, wie auch immer, wie die Doppelbelastung jetzt ist. Die haben dann Homeschooling zu Hause. Die müssen also zusehen, dass sie ihren Kindern irgendwie Wissen vermitteln. Die müssen zusehen, dass die Kinder aber auch irgendwie bei Laune sind. Denn natürlich leidet auch die Gesundheit der Kinder, besonders die Psyche. Was glaubt ihr denn, was das mit einem Kind macht, wenn das fast nur noch zu Hause sitzt, keine Freunde mehr trifft, die Schule nicht mehr hat, auch wenn die Schule sonst noch so ätzend finden? Glaubt denn da wirklich jemand, das ist gesund auf so eine lange Dauer? Echt jetzt? So, und wenn man sowas dann schreibt und da auch sagt, wie diese Mütter jetzt belastet sind, das ist Stress pur. Das ist emotionaler Stress, wenn jetzt so eine Mami sieht, wie schlecht es dem Kind vielleicht auch dabei geht und dass es immer in sich gekehrter wird, dass es trauriger wird und so weiter und so fort. Das belastet die Mama stressmäßig emotional. Dann kommt aber auch noch der andere Stress dazu, den sie hat. Denn wenn sie im Homeoffice zum Beispiel zu Hause irgendwie was machen soll, was sie sonst in Ruhe im Büro macht, dann hat sie den Druck vom Arbeitgeber, der ja sagt, hier, das soll aber trotzdem fertig, weil es ist ja Arbeitszeit, du wirst bezahlt. Gleichzeitig nöllert aber das Kind oder das Kind braucht Hilfe, weil es irgendwelche Aufgaben, die die Schule schickt, machen soll und so weiter. Das ist Stress pur, das geht aufs Herz, das geht an die Psyche. Die Langzeitfolgen davon, die werden viel schlimmer sein, als dieses Virus je war. Und davor waren ja mittlerweile auch mehrere Ärzte, Experten. Es geht im Moment ja endlich mal, dass die Medien auch davon öfter berichten. Heute Morgen habe ich nämlich einen Bericht bei ZDF.de in ähnliche Richtung gelesen. Da wird da auch ganz arg vorgewarnt. Ne? Und auch dieses, ja, Wirtschaft darf nicht vor Gesundheit stehen. Im Prinzip ja richtig, aber interessiert das denn sonst wen? Was ist zum Beispiel mit den ganzen Zusatzstoffen, die im Essen sind, die ganzen Zuckerprodukte und, die auch noch fleißig toll beworben werden dürfen, wo die großen Firmen da ihre Lobby zu haben und da wird dann nichts gesagt? Ich muss aufpassen, wenn ich geschäftlich agiere auf meinen Geschäftsseiten oder sowas, dass ich bloß nicht in irgendeiner Form eine falsche Formulierung wähle, wenn ich im Zusammenhang zwischen meinem Wohlbefinden und meinen Nahrungsergänzungsmitteln rede. Da muss ich im geschäftlichen Sinne verdammt aufpassen, weil sonst der Anwalt kommt mit einer Abmahnung, weil ich irgendeine Aussage getätigt habe, die Leute in die Irre führen könnten, egal wie absurd sie ist. Aber bei diesen ganzen Sachen, da wird impliziert, da wird Coca-Cola mit hochbezahlten Fußballern, die sich den Scheiß da reinzimmern, auf Deutsch gesagt. Und alle finden das noch toll. Muttis lassen teilweise ihre Kiddies das noch trinken oder die Jugendlichen saufen sowieso irgendwo, weil das Zeug ja an jeden verkauft wird, egal wie alt die Kiddies sind. Da interessiert doch die Gesundheit auch niemanden, da steht doch die Wirtschaft immer drüber. Und jetzt, wo man wirklich ganze Wirtschaftszweige komplett kaputt macht, da geht es ja nicht nur darum, mal was zu regulieren, dass die Gesundheit dann ein bisschen geschützter wird, wie es eben dort wäre, wenn man gewisse Vorgaben gibt oder zumindest gewisse Verpflichtungen macht, Waren zu deklarieren. Ich habe da einen ganz tollen Bericht die Tage gesehen. Ich mache immer, wenn ich auf dem Stepper stehe, und das mache ich zum Glück jetzt wieder regelmäßig, weil auch das ist für mich ein Wert für Gesundheit, schaue ich mir immer so Reportagen an. Im Moment vorwiegend ums Abnehmen, um Übergewicht, um Zusammenhänge. Und da war eine ganz tolle Reportage von Arte, die ging 1,5 Stunden. Es war wohl auch eine relativ neue, weil da wurde alle was von 2019 erzählt und. Da ging es darum, dass in Chile zum Beispiel die Sachen deklariert werden müssen. Da sind wohl so Logos drauf. Und wenn da drei drauf sind, ist das ein ganz schlechtes Produkt. Und das ist einfach nur, dass auch Leute, die nicht so firm sind, sich nicht so viel mit all dem befassen, direkt sehen können, das ist aber schädlich. Ob sie es dann trotzdem essen, ist noch wieder eine andere Sache. Ne? Aber alleine das sind Sachen, das interessiert sonst keine Sau. Aber jetzt hörst du nur noch, ja, Wirtschaft ist egal. Wenn du tot bist oder wenn du mit Corona im Krankenhaus liegst, dann nützt dir Wirtschaft und Geld auch nichts. Nee, das stimmt schon. Aber es nützt mir auch nichts, wenn ich zwar kein Corona kriege, aber dann Herzkrankheiten, Depressionen, alle möglichen Folgeerkrankungen durch Vereinsamung, Existenzängste, die einen dann irre machen, einige vielleicht sogar in den Suizid treiben. Ist das denn besser? Nützt mir das denn mehr?
Kann ich jetzt sagen, oh juhu, ich habe nicht Corona gekriegt, aber jetzt habe ich, was weiß ich, durch Stress essen, was ich jetzt in Corona-Zeiten noch mehr mache oder was auch immer, jetzt habe ich Diabetes. Aber macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm, weil die Politiker haben mich vor Corona geschützt. Yay! Das ist doch absurd, wenn die Leute das schreiben. Und vor allen Dingen, dann sieht man das auch. Ab Montag ist ja hier auch die Maskenpflicht, auch noch so eine Sache. Da streitet man sich ja auch drüber, ob man da nicht mehr Viren im Gesicht verteilt, als dass man welche abhält. Gerade wenn man sie nicht ordentlich handelt. Ich habe es hier schon ausprobiert für nächste Woche und fasse mich damit viel öfter im Gesicht, als wenn ich eben nichts drin habe. Auch so eine Sache, aber anderes Thema. Nur wie gesagt, das ist ja, das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, geht's noch? Und wenn ich dazu dann was schreibe, kommt von irgendwelchen Leuten, ja, aber Gesundheit ist wichtig, die Maßnahmen sind alle wichtig, das muss und ne, immer dieses willste krank werden. Ja, und wenn man es dann erklärt, warum auch solche extremen Maßnahmen krank machen auf Dauer, dann kommt nichts wieder. Und wie gesagt, mit den Masken eigentlich wollte ich da auf was anderes raus. Ihr seht, ich rede mich in Rage, aber manchmal muss das raus und vielleicht denkt mal jemand drüber nach über so einen Scheiß, der da verzapft wird. Wie gesagt, im Laden hier ist es ab Montag Pflicht, aber ich habe auch durchaus schon jetzt die ganzen Wochen davor Leute gesehen, die das machen. Ist auch in Ordnung, wer sich damit sicherer fühlt und so. Das will ich gar nicht bewerten, das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur wenn ich dann sehe, das mache jetzt ganz klischeehaft wirken und ich will jetzt auch, hoffe auch nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich war ja selber mal extrem übergewichtig, ich habe auch Bekannte, Freunde, was auch immer. Das soll jeder machen, wie er will, aber das soll nur verdeutlichen. Vor mir steht an der Kasse jemand, wirklich extrem übergewichtig. Ich habe es gerade angesprochen mit den Genussmitteln. Da ist eben auch ganz viel drin, was einfach dann auch süchtig nach diesen Sachen macht. Das heißt, es muss ja nicht mal sein, dass der Mensch was dafür kann. Das ist ja wieder das andere Thema mit der Industrie, was ich gerade schon angesprochen habe. So, aber jedenfalls, er ist übergewichtig. Auf dem Band liegen auch, klischeehaft, wie man das so sagen mag, aber es war halt so, allerhand an Fertigprodukten, Chips, Süßkram. Liegt bei mir auch manchmal auf dem Band. Und wie gesagt, ich bin auch noch nicht ganz weit entfernt von dieser magischen Grenze, die dann wieder Übergewicht bedeuten wollte. Aber ne, es liegt da, es ist alles, aber er trägt eine Schutzmaske. Das heißt, er hat ja Angst um seine Gesundheit. Zumindest wenn es um Corona geht. So, dann zu einem Überfluss greift er in die Zigarettenkästchen da und schmeißt sich da die Zigaretten aufs Band. Ja, da frage ich mich doch auch, hallo. Wenn ich doch so eine Angst habe oder wenn ich mir doch so eine Gedanken mache und sage, Mensch, ich möchte aber, dass ich gesund bleibe, ich habe jetzt Angst, da draußen gefährdet was meine Gesundheit, dann frage ich mich, warum man sich das nicht schon vorher fragt. Ne, warum einem vorher die Gesundheit sehr offensichtlich egal ist. Natürlich kann man das nicht alles von heute auf morgen ändern und wie vorhin gesagt, die Industrie ist da mitschuld mit dem, was alles in den Sachen ist, wenn man nicht rechtzeitig die Kurve kriegt. Und dass es nicht einfach ist, weiß keiner besser als ich. Ich kämpfe da seit 20 Jahren gegen, weil auch mir schmecken gewisse Produkte wohl, von denen ich aber weiß, lass mal lieber, wenn du die zu oft isst. Diabetes, Fettleber, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, was weiß ich, ne? Zu viele Salze, zu viel, was weiß ich. So weiß ich alles und trotzdem esse ich sie manchmal und es ist immer ein Kampf dagegen anzukommen. So, aber ich kämpfe dafür eben auch wegen der Gesundheit und da frage ich mich einfach, diese Leute, ne, da sind sie so völlig unbesorgt, beziehungsweise sitzen da nicht so stark hinter wie jetzt bei Corona. Ich lese manchmal von Leuten, die sich schon Wochen bevor das überhaupt wirklich offiziell verfügt wurde, mehr oder minder eingesperrt haben, die jetzt anfangen, andere Leute zu belehren, so von wegen, warum rennt ihr jetzt alle wieder in die Geschäfte, nur weil die aufhaben? Ja, warum denn nicht? Die sind auf, da gibt es Sicherheitsabstände, da sind Desinfektionsmittel vorher, das ist also zumindest bei uns in der Stadt überall sehr gut geordnet. Und ja, ich war auch schon shoppen. Stellt euch vor, und mir ging es gut an dem Tag, weil ich endlich mal wieder ein bisschen Normalität hatte. In dem Moment habe ich nämlich was für meine Gesundheit getan. Für meine psychische Gesundheit. Und die ist mir genauso wichtig wie Corona. Und da braucht mir kein Mensch kommen mit, ja, und dann, wenn du krank bist, dann jammerst du oder dann ist zu spät oder wenn einer aus deiner Familie krank wird. Ja, wenn die aber an Herzinfarkt, an Sorgen, an Vereinsamung, an was immer sterben, ist mir auch nicht besser dabei. So. Ne, von daher ist es doch mal gut, wenn man das Mittelmaß findet und vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch mal anfängt, seine Gesundheit nicht nur auf Corona zu beschränken. Ne? Letztens zwei Berichte gelesen von zwei verschiedenen Lungenärzten, die sagen, hört jetzt auf zu rauchen, jetzt gerade Corona. Ihr seid dann Risikopatienten? Sowieso?
So, jetzt kommt irgendein dummer Bericht, dass eventuell Nikotin sogar gegen Corona hilft. Alle lesen wieder nur die Überschrift und jeder da so, ja, ne, aber alle schimpfen saufe Raucher. Liest man den Artikel, sieht man aber schon, dass da jetzt gesagt wird, jetzt fangt aber nicht alle an zu rauchen, weil Nikotin ist Nervengift, es macht süchtig und es ist noch nichts erwiesen hier. Es war wohl irgendwie nur eine Statistik, dass, ich glaube in New York, die an Corona erkrankt waren, dass da wenig Raucher bei waren. So, das kann Zufall sein oder was auch immer, ne? Aber da jetzt muss man, oh, ja, wenn ich rauche, dann schütze ich mich vielleicht sogar vor Corona. Ja gut, dann kriege ich keinen Corona, kriege hier aber Lungenkrebs oder was. Also diese Logik, das macht mich im Moment so wütend, immer dieses, ja, es geht um die Gesundheit und Gesundheit ist wichtig. Und wenn ich dann selber merke, wie meine Gesundheit im Moment gerade den Bach runtergeht, gerade weil diese Maßnahmen so eingeschränkt sind, weil nichts mehr so ist wie vorher, weil ich alles das, was mir irgendwie freizeitmäßig was bedeutet, im Moment alles nicht machen kann. Dann bin ich einfach wütend, weil ich sage, ist denn diese Gesundheit so viel weniger wert? Und auch den anderen Leuten, es geht ja nicht nur mir so, es geht ja auch so Leuten, die dann schreiben, ja, geht mir selber so, aber es ist ja für meine Gesundheit. Die sagen also in dem Moment, ja, mir geht's damit schlecht und meine Gesundheit, psychische Gesundheit ist gerade auch nicht toll, aber ist ja für die Gesundheit. Merkt ihr diesen Widerspruch? Merkt ihr das? Nur weil die Politiker sich jeden Tag hinstellen und uns erzählen, das ist alles für ihre Gesundheit. Das wird unreflektiert nachgeplappert, nachgeschrieben. Hashtags, wir bleiben zu Hause. Hashtag, wir bleiben gesund. Und daran seht ihr, also ich rieche mich jetzt auch auf. Und gerade das ist ja auch schon wieder überhaupt nicht gut. Ich weiß, ist meine eigene Schuld. Muss ich ja nicht, aber es kommt halt so. Und deshalb sage ich, also wirklich, Leute, dieses Geheuchelte, es geht um die Gesundheit, ne? Dann macht das bitte auch in anderen Bereichen. Die Reportage, die ich vorhin erwähnt habe, darin wurde gesagt, dass alle 5 Sekunden, 5 Sekunden wohlgemerkt, irgendwo auf der Welt jemand an Diabetes stirbt. Und zwar Diabetes Typ 2 ist es ja, der auch oft eben, dann eben durch Ernährung und so weiter kommt. Viele davon sogar in sehr jungen Jahren, viele mit massivem Übergewicht, aber das interessiert keine Sau. Dort wurde auch gesagt, es haben hier wohl, ich glaube, diese Organisation Foodwatch war es, wenn ich jetzt nicht ganz was durcheinander geschmissen habe in dem Bericht, hat einen offenen Brief an Frau Merkel geschrieben, in dem man dann bittet, dass eben hier zum Beispiel auch diese Siegel und so weiter eingeführt werden, in dem man darauf hingewiesen hat, welche nachgewiesenen, wissenschaftlich nachgewiesenen Folgeerkrankungen Adipositas dann auch hat und massives Übergewicht und so weiter. Da gab es nicht mal eine Antwort drauf. Das muss man sich vorstellen. Und diese Frau stellt sich hin und sagt, ja, wenn jetzt alle pleite gehen und so, ja, ne, ist natürlich schlecht jetzt hier, aber es geht ja um die Gesundheit. Ja, aber warum geht das nicht immer auch irgendwo um die Gesundheit? Viele dieser ganzen jetzt, sage ich mal, Risikopatienten für Corona, die also wirklich gehäuften, schwereren Verlauf zu erwarten haben, wenn sie denn infiziert werden, sind es, weil sie gewisse Dinge tun, die man im Vorfeld hätte schon anders handhaben können. Ne? Es war ja drin im letzten Bericht, massives Übergewicht. Ja, logisch, man hat ja sowieso dann schon allerhand Begleitkrankheiten, oft nicht immer. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich bin top gesund. Abstimmt, keine Ahnung. Es gibt natürlich auch genauso viele, die Normalgewicht haben und durch irgendwas krank sind. Darum geht es aber nicht. Es ist nun mal so, dass eben gewisse körperliche Voraussetzungen auch gewisse Probleme schaffen. So, oder die starken Raucher. Ja? Warum kann man denn Zigaretten frei kaufen? Es wird jetzt verboten. Es wird verboten, dass ich mich irgendwo, was weiß ich, mit mehreren Personen aufhalte, weil es könnte sich jemand infizieren oder ich könnte mich infizieren. Klar, Rauchen steckt nicht an. Wenn ich durch Rauchen Lungenkrebs kriege, das steckt nicht an. Das ist ja immer dann das Argument, was kommt. Ja, aber Corona steckt an. Ja, natürlich steckt das nicht an, aber macht es denn besser, dass davon dann so viele sterben? Und ist es dann nicht so, dass unter Umständen Intensivbetten, die gerade für was anderes gebraucht werden, dann von solchen Patienten belegt werden, weil die Folgeerkrankungen haben, die man hätte aber vermeiden können, wenn die Politik sich darum kümmern würde, dass eben nicht mehr jeder Scheiß ins Essen darf, der die Leute immer weiter ins Futtern bringt, der dafür sorgt, dass es immer weiter nach oben geht, der immer mehr Zucker in den Körper bringt. Warum muss in Rotkohl Zucker zugesetzt sein, wenn ich ein fertiges Glas Rotkohl auf die Schnelle hole und nicht direkt einen frischen nehmen möchte? Klar ist ein frischer immer besser. Aber warum ist denn in den meisten, wenn ich da lang gehe und gucke da rein, ist es überall Zucker zugesetzt? Warum? Das braucht kein Mensch. Warum verbietet man das nicht?
Warum schützt man uns da nicht in Sachen Gesundheit? Ich verstehe das nicht. Ne? Und das ist das, was mich aufregt, dieses fiese Geheuchelte und keiner tut was. Und ich hoffe wirklich, dass wenn Corona dann irgendwann mal hoffentlich vorbei ist oder so, dass wir trotzdem wieder normal leben dürfen, dass es einfach da ist, ein Impfstoff gibt, was auch immer, dass dann aber mal andere Baustellen in Sachen Gesundheit angegangen werden hier. Ne? Und dass dann diese Leute, die jetzt so beharrlich jeden belehren wollen und jeden dumm anmachen, der auch nur im Geringsten irgendwo mal anmerkt, dass aber diese ganzen Maßnahmen auch ganz schöne Folgeerscheinungen haben können und nicht nur wirtschaftlich, die einem dann dumm anmachen, die dann mit blöden Sprüchen kommen. Ich hoffe, dass diese Leute dann auch mal vernünftig werden und in ihrem Leben mal gucken, wo sie auch sonst was für die Gesundheit tun können. Und eben nicht nur immer dann, wenn irgendwie so ein Virus ausbricht. Ne? Österreich. McDonald's macht den Drive-In wieder auf. Kilometerlange Schlangen. Leute, die wahrscheinlich, also ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht sind das ja auch Leute gewesen, die einfach sagen, ich habe von den Maßnahmen genug und ich würde ja anders leben und würde mein Leben so weiterleben, dann will ich nichts gesagt haben. Aber es gibt mit Sicherheit auch genug, die an sich auch gerne im Internet diese Sprüche runterhauen. Aber dann als erstes, wenn McDonald's Drive-In wieder aufmacht, zum Drive-In fahren und sich den fettigen Hamburger und die Pommes reinhauen. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch mal mache, also bei McDonald's nicht, das ist nicht so mein Ding, aber dass ich nicht auch mal irgendwo einen leckeren Burger esse, gerade wenn wir im USA-Urlaub sind oder so. Aber so diese Widersprüchlichkeit darin. Ja? Naja, aber das ist so zum Beispiel, also das musste echt mal raus und ich finde das einfach nur so fadenscheinig, so geheuchelt. Und wie gesagt, die meisten belügen sich selber, denn es geht nicht um die Gesundheit, es geht nur darum, sich nicht mit Corona zu infizieren. Gesund bleibt man durch die Maßnahmen lange nicht, eher im Gegenteil. Sollten vielleicht einfach alle mal darüber nachdenken und dann einfach das gesunde Mittelmaß finden für alles. Dann kommen wir vielleicht auch alle in jeglicher Form relativ gesund durch diese Zeit und haben vielleicht danach auch noch eine Chance, dass die Wirtschaft nochmal wieder hochfährt, dass man nochmal wieder sich einen Urlaub überhaupt zur Erholung leisten kann. Weil das wird wahrscheinlich auch das Problem sein, wenn es dann wieder darf in irgendeiner Form, wird es wahrscheinlich auch viele geben, die sagen, ja, jetzt darf ich wieder, aber ich kann nicht mehr. So, in diesem Sinne, bevor ihr also diesen Satz oder diesen Ausspruch so inflationär unter jedem möglichen Posting runterknallt, wo mal ein bisschen was hinterfragt, kritisiert oder sonst was wird, schaut mal auf die Gesundheit im Allgemeinen und nicht nur auf Corona. In diesem Sinne war es das einfach mal wieder für heute und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja mal wieder irgendwann mit einem spannenden Video, wenn mal wieder irgendwas möglich ist, wo man was Schönes filmen kann. Aber vielleicht demnächst, wir bauen eine Beachbar im Garten. Die Einweihungsfeier wird dann zwar erst wohl später stattfinden, nicht wie geplant, aber vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen filmen. In diesem Sinne, kommt gut durch den Tag. Tschüss!